Das Individuum ist sehr stark aufgeladen mit Wünschen, aber auch mit Pflichten. Und das führt aus unserer Sicht ja zu einer Spannung, die nur schwer auszutragen ist, weil diese Forderungen, die man ja auch an sich selbst hat, wir wollen uns ja frei und authentisch gestalten und möchten unser Leben auch im Job selbst verwirklichen, die lassen sich aber kaum realisieren, denn die Herrschaft, die damals so sichtbar war, ne, wirklich dann durch die Figuren, durch den Chef, den Vorgesetzten, das existiert in dem Ausmaß nicht mehr. Aber dennoch sind wir in einem Wettbewerbssystem, beispielsweise, wenn wir im Bereich der Arbeit bleiben, sind wir in einem Wettbewerbssystem gefangen, das uns permanent zur Aktivität, zum mehr tun, mehr machen, ne, und so weiter dann fordert. Und da ist dann auch nicht mehr so viel mit Selbstverwirklichung. Mit Selbst